Willkommen zurück in Neustadt. Heute bekommt die Schule ein neues Angebot. Ein Allwetterplatz soll 60 x 40 Meter Länge und Breite haben, aber nur 50 Euro pro Quadratmeter kosten. Frage: Reicht das Geld für diesen Platz? Wieder beginnen wir mit dem, was wir wissen. Die Größe des Platzes ist 60 mal 40 Meter. Der Preis pro Quadratmeter beträgt 50 Euro. Wollen wir die Fläche berechnen, brauchen wir Länge mal Breite. In diesem Fall 60 Meter mal 40 Meter. Hier die Lösung: 2400 Quadratmeter hat der neue Platz. Um zu berechnen, wie viel dieser Platz kostet, müssen wir die Anzahl der Quadratmeter mal 50 Euro rechnen. Anzahl der Quadratmeter mal 50 Euro. Das Ergebnis: 120.000 Euro. Daraus ergibt sich die Antwort: Nein, der Platz kostet noch mehr. Und zwar 15.000 Euro mehr als der andere Platz. Danke fürs Zuschauen.